Wie lernen wir richtig? Wie lernen wir mit den drei Zentren? Wie ist es unterschiedlich? Was meinen wir, wenn wir über unterschiedliche Levels von Lernen sprechen? Darüber wollen wir reden in diesem Video. Mein Name ist Pamela Michaelis. Unsere Plattform, unsere Lernplattform für das Enneagramm heißt Enneagramm Germany. Und ich bin Ausbilderin, Lehrer, Trainer mit dem Enneagramm, Coach, Mediatorin. Und allem, was ich mache, spielt das Enneagramm eine große Rolle für Entwicklung, Entwicklungsprozesse anzustoßen in Teams, in Unternehmen. Und heute wollen wir darüber reden, wenn wir über Training sprechen oder Ausbildung sprechen, es hat immer etwas mit Lernen zu tun. Wie lernen wir richtig? Und wenn wir mit dem Enneagramm unterwegs sind, dann wissen wir erstmal, dass wir einen bestimmten Enneagramm-Stil haben, die selektiv darin ist, was es für wichtig hält, wo es motiviert ist, bestimmte Aspekte zu lernen und andere nicht. Das heißt, ich lerne selektiv auf jeden Fall aufgrund von meinem Enneagramm-Stil und aufgrund von meiner automatischen Programmierung im Kopfzentrum. Das heißt, Lernen vom Kopfzentrum, also Informationen aufnehmen und darüber nachdenken, wird sehr stark beeinflusst von meinem Enneagramm-Stil und die Themen, die es interessiert und die Themen, die es nicht interessiert. Also ich lerne selektiv erstmal vom Kopfzentrum. Ich kann aber auch Fragen stellen und meine Potenziale nutzen, die von Natur aus ich mitbringe mit meinem Enneagramm-Stil, die kann ich nutzen, auch im Denken, in Fragen stellen, in mein Kopfzentrum. Das heißt, wenn ich zum Beispiel im Bauchzentrum unterwegs bin und ich höre einen Input, eine Information über etwas, dann höre ich erstmal nach, ich suche nach einer Struktur, die ich erkennen kann, wo ich das weitere Information einsortieren kann. Und wenn ich die Information bekomme, am laufenden Band, ohne eine Struktur dahinter, wenn ich hören würde etwas über Kopf, etwas über Herz, über Bauch, aber ich höre nicht die Worte Kopf und nicht die Worte Herz und nicht die Worte Bauch, dann kann ich das Wissen, was ich höre, nicht einsortieren. Und dann schlafe ich langsam ein. Als Bauchmensch werde ich ein bisschen ärgerlich, weil ich es nicht in Strukturen einsortieren kann. Das habe ich gelernt als Lehrerin des Enneagramms, als Herzmensch. Es ist sehr wichtig, eine bestimmte Struktur einzuhalten. Und heute werde ich eine Struktur einhalten, indem ich über Kopf lernen, Herz lernen, Kopf-Herz-Verbindung, Bauch lernen, Kopf-Herz-Bauch-Verbindung. Wenn ich vom Kopf lerne, dann verarbeite ich Worte und Informationen. Das heißt, vielleicht jeder kennt es, wenn man anfängt, sich mal ein Thema zu beschäftigen, man liest ein Buch und hat noch das Bedürfnis, das, was wir gelesen haben, nochmal eventuell mit Notizen nochmal aufzuschreiben. Also ich weiß, ich habe ganze Bücher nochmal so ungefähr aufgeschrieben am Anfang des Weges mit meinem Lernen. Im Seminar erkennen wir genau die Menschen, die noch sehr interessiert sind, erstmal vom Kopf her zu erfassen. Und das sind nicht nur Kopfmenschen, ganz bestimmt nicht. Also Kopf, Herz und Bauch können alle diesen Impuls haben. Ich höre zu und ich muss ganz viel aufschreiben. Wir sehen ganz viel aufschreiben. Ich frage mich manchmal, ob man Zeit hat, alle diese Notizen auch nochmal durchzulesen. Aber das ist wichtig, wenn ich dabei bin, auf einer Kopfebene etwas zu verstehen und begreifen. Und das ist noch so begleitet von einem Gefühl von vielleicht Neugierde, Frage stellen, ich brauche mehr, ich brauche mehr, ich brauche mehr. Dann haben wir vielleicht ein bisschen die Strukturen, meine Enneagrammstrukturen, so allmählich erkannt. Wir haben ein paar Themen allmählich erkannt, die mit uns zu tun haben, vielleicht die Leidenschaft, vielleicht die Fixierung, vielleicht unseren Wahrnehmungsstil.
Aber das Wichtigste, um auf der nächste Level zu kommen von Lernen, ist, wenn ich mein inneren Beobachter kenne und aktivieren kann. Wenn ich vom Herzzentrum zuhöre und lernen will, wenn das sozusagen mein Hauptmodus ist, dann höre ich, um zu verstehen. Und dann höre ich hin, bis ich ein Gefühl bekomme hier in diesem Bereich, in diesem Herzbereich, wo sich etwas erweitert. Das gibt so ein Aha, jetzt habe ich es verstanden. Und wenn wir genau hinschauen, alle Menschen, wenn du etwas verstehen willst und du stellst Fragen und vielleicht hast du noch nicht verstanden, du redest mit anderen darüber, beim Frühstück, beim Mittagessen. Also du ringst noch darum, etwas wirklich zu begreifen, zu verstehen. Diesen Moment, wo du ein Gefühl von Erkenntnis hast, jetzt habe ich es verstanden, das hat ganz oft auch einen körperlichen Aspekt. Es geht irgendwas auf. Mein Bild ist, dass im limbischen System diese verschiedenen Erinnerungsspeicher haben jeweils was abgeholt und zusammengebracht. Also ein Speicher hatte einen Teil Information, ein anderer Speicher einen Teil Information. Und wenn die sich verbinden, dann bekomme ich dieses Gefühl von jetzt habe ich es begriffen. Also ein typisches Beispiel dafür, wir reden über die Fixierung, wir haben Worte für die Fixierung im Enneagramm, aber eigentlich erst im Wachstumsbaustein arbeiten wir viel tiefer damit, viel akribischer damit. Und da erleben wir öfter, vielleicht ein paar Fragen noch, also die Leute sind so ein bisschen fasziniert, was wir da erzählen, aber dann erleben wir wirklich diese Aussage sogar, ach, das ist die Fixierung, so funktioniert die Fixierung, das ist die Wirkung der Fixierung. Und in diesem Moment weiß ich, dass das Wissen, das war teilweise schon 8 Jahre vorher da, das Wort, und die Leute denken, dass die etwas über die Fixierung wissen, aber in diesem Moment bekommen die es im Herzzentrum richtig zu spüren und manche sogar auch gleich im Bauchzentrum. Manche spüren gleich ganz körperlich, was es bedeutet, was die Funktion ist für die Enneagrammstruktur. Das heißt, diese Level mit Information, mit Denken, wir können etwas wissen. Es fühlt sich auch gut an, auf der Kopfebene etwas zu wissen. Wenn wir es vorher nicht wussten, jetzt wissen wir das. Das fühlt sich gut an, bereichernd an. Wenn wir weiter arbeiten mit dem Thema, und das wollen wir im Enneagramm, dann können wir auch von Herzzentrum her auch gut hinhören, Fragen stellen, Erfahrungen, Übungen machen. Und dann können wir auch eine tiefere Ebene, dasselbe Wissen, vertiefen, begreifen. Und wir haben mehr Bewusstsein zur Verfügung aufgrund von dieser Vertiefung, die stattgefunden hat. Und warum brauchen wir das? Nehmen wir das einmal eins als Beispiel. Wir müssen jetzt nicht immer über Enneagramm sprechen. Wenn ich meinen kleinen Einmal-Eins lerne und ich habe es gut integriert und das heißt, ich habe es geübt. Also ich muss üben, um dieses Wissen für mich zu integrieren in mein System. Das heißt, im limbischen System, vermute ich sozusagen, die Wissenschaftler sind diese Erinnerungsspeicher. Ich habe es dann zur Verfügung und zwar, ich habe es schnell zur Verfügung, ohne Zeit zu nehmen, zu denken. Wenn ich die nächste mathematische Aufgabe bekomme, brauche ich keine Zeit, darüber nachzudenken, was 4 mal 4 ist. Ich weiß es und kann es sofort in die nächste mathematische Aufgabe integrieren. Ich kann weiter lernen, ich kann mehr lernen, weil die Basis geschaffen wird. Und so funktioniert Lernen von Kopf zum Herzzentrum, wenn wir genug geübt haben, mit anderen darüber geredet haben, wenn es so integriert ist in unser System, dass es als Basiswissen uns zur Verfügung steht. Wir wollen zum Bauchzentrum kommen, aber ich möchte erstmal beginnen mit Lernen, etwas wie Musik lernen, ein Musikinstrument zu spielen und in diesem Fall nehme ich Klavierspielen. Wir beginnen vom Kopf, wir müssen lernen, welche Noten wo, welche Finger wo, was ist ein Bar in Musik, was bedeuten die Noten, wie lang spiele ich die Noten, also dieser Zeitfaktor, Rhythmus und so weiter. Ich muss Grundwissen haben, das bekomme ich vom Kopf. Dann kann ich anfangen, ein Stück zu üben und zu spielen. Und wenn ich anfange zu üben, das ist ja, was diese Kopf-Herz-Verbindung unterstützt. Ich fange an zu üben,
dann kann ich vielleicht mit hingucken und aufs Klavier gucken und ganz langsam kann ich vielleicht mal ein Stück spielen ohne dieses Hin- und Her-Gucken. Ob ich noch auf die Noten schaue oder einfach nur spiele, das ist unterschiedlich, aber ich kann anfangen, ich habe was integriert. Aber das muss ich noch viel üben. Und irgendwann, wenn ich viel geübt habe, kommt es auf dem Bauchzentrum auch an. Das heißt, mein Körper nimmt wahr, lernt, was es tut, um dieses Musikstück zu spielen. Dann kann ich relativ ohne, ist Unterschied, aber ich kann ohne Noten zu schauen, mein Körper weiß, was es zu tun hat. Ich kann das Stück immer noch nicht schön spielen. Aber ich werde langsam frei, alles andere zu bedenken. Und wenn ich es schaffe, dieses Lernen Kopf, Herz, Bauch miteinander zu verbinden und integrieren, dann komme ich in einen Zustand, wo ich frei werde. Und jetzt kann ich anfangen zu üben, das Stück zu spielen, so wie ich es schön finde, um meine Individualität auszudrücken durch ein Musikstück. Ich bekomme in einen Bereich, wo ich frei bin und wirklich freier Wille zur Verfügung habe. Und ich kann das Stück immer mehr spielen, wie es durch mich leben will, gespielt werden will. Und diese drei Levels, knowing from habit of mind, also Wissen sammeln, lernen über die Enneagrammstruktur mit Unterstützung, aber auch mit der Einschränkung der Enneagrammstruktur. Knowing from inner observer, also ein Wissen sammeln, lernen mit Unterstützung des inneren Beobachters. Es kann beobachten, was ich gerade tue und dadurch ein bisschen freie Wahl geben, differenzieren, präzisieren. Und der tiefere Ebene, diese Bauchebene, ist learning from inner knowing. Man kann auch sagen Deep Mind. Also das heißt, es ist dieses, was durch mich durchleben will. Dieses inneres Wissen, man kann auch Intuition dazu sagen. Aber es ist auf jeden Fall eine viel tiefere Art, etwas, es kommt in einem hoch, es ist etwas, was durch uns leben will. Es ist eine viel tiefere Art, zu wissen, zu lernen und dich in die Welt auszudrücken, damit aktiv umzugehen. Und so wie beim Klavier, lernen. Wenn wir lernen wollen, unsere drei Zentren zu aktivieren, dann brauchen wir Wille. Und das, was wir als freier Wille bezeichnen würden, nicht der Wille der Struktur. Wir brauchen Entschlossenheit. Wir brauchen Nachhaltigkeit. Wir brauchen Übung. Und es braucht Zeit. Und es braucht eine Erkenntnis, es braucht Motivation, es braucht eine Erkenntnis, dass es sich lohnt. Und ich hoffe, dass ihr durch diesen Video einen kleinen Geschmack davon bekommen habt.